Wie du als absoluter Anfänger einfach einen Lidschatten schminken kannst, ohne dabei irgendetwas falsch zu machen. Wenn man ein absoluter Schminkanfänger ist, ist es ja so, dass man sich oft gar nicht getraut, einen Lidschatten zu schminken, weil man dann denkt, das ist viel zu doll und es sieht viel zu übertrieben aus und dann lässt man es komplett sein. Und ich zeige dir jetzt, wie du einen ganz natürlichen Lidschatten schminken kannst, der dir als Anfänger auch absolut gelingen wird. Bevor du Lidschatten schminkst, sollte deine Haut um die Augen herum schön ebenmäßig sein, damit man den natürlichen Lidschatten nachher auch gut sehen kann. Und ich nehme dazu einen Concealer und nehme davon nur ganz wenig, einfach so ein paar Pünktchen und trage das um die Augen herum auf, damit alle Flecken, Äderchen und rote Stellen um das Auge verschwinden. Und jetzt stellt sich die Frage, welche Farbe soll ich denn jetzt als Lidschatten nehmen, wenn ich ein absoluter Schminkanfänger bin? Und ich würde dir auf jeden Fall raten, nimm eine ganz dezente Farbe, denn damit kannst du am Anfang gar nichts falsch machen. Ich rate daher auch immer den Frauen am Messestand, dass sie erstmal gar keinen Lidschatten oder eine komplette Palette kaufen sollen, sondern einfach erstmal ein Puder als Lidschatten zu benutzen. Und warum rate ich zu dem Puder? Ja, ganz einfach, weil das eine ganz schöne, natürliche Farbe ist, die auf dem Augenlid als Lidschatten wunderschön aussieht. Du kannst damit also, wie gesagt, nichts falsch machen. Und du musst nicht extra Lidschatten oder eine komplette Lidschattenpalette kaufen, die du vielleicht hinterher eh nie benutzt, weil du dich vielleicht doch nicht damit wohlfühlst und weil du dieses Puder vielleicht eh schon zu Hause hast, um dein Gesicht damit abzupudern. Und dann brauchst du natürlich noch einen schmalen Pinsel. Also es sollte einer sein, der vorne zwar schon noch ein bisschen fluffig ist, nicht ganz so fest, aber auch nicht zu buschig und relativ schmal, je nachdem auch wie groß dein Augenlid ist. Ich nehme jetzt einfach den, es muss überhaupt nichts Spezielles sein an Pinsel. Und dann nimmst du die Farbe und rührst so ein bisschen in den Puder, so, aber auch nicht zu viel, gerade am Anfang streichst du noch mal ein bisschen ab. Und dann hältst du den Pinsel nicht so weit vorne, weil da ist es schwer, das Puder schön oder den Lidschatten schön aufzutragen, sondern halte den Pinsel schön locker ein bisschen hier in der Mitte und dann machst du hier in dieser Lidfalte, siehst du das hier, kreisende Bewegungen. Und du siehst, ich halte den Pinsel nicht zu fest, ich mache jetzt nicht so hin und her, sondern ich halte den ganz locker und wie gesagt kreisende Bewegungen in dieser Falte. Dazu ziehe ich das Auge hier ein bisschen hoch und setze die Farbe hier schön rein, ganz dezent. Und ich habe jetzt noch gar nicht viel gemacht, aber man sieht schon einen Hauch von Lidschatten, der ganz natürlich aussieht. Und jetzt mache ich einfach weiter diese kreisenden Bewegungen. Nach vorne hin nicht so viel, lieber hinten die Farbe hinsetzen. Und dann ist es wichtig, dass du die Farbe auch wirklich bis nach oben ausblendest, dass nicht so abgehackt der Lidschatten aufgemalt ist, sondern ein schöner, natürlicher Übergang entsteht nach oben. Und dann achte darauf, dass die Farbe, also hier ist die Grenze zwischen hinterer Augenwinkel und Augenbraue, da ist die Grenze, hier musst du dir eine Linie vorstellen, du solltest den Lidschatten nicht weiter unten auftragen, denn dann wird das Auge optisch nach unten gedrückt. Wir wollen aber, dass das Auge nach oben geliftet aussieht, deswegen immer schön hier im oberen Bereich bleiben. Und im hinteren Bereich, da kann es ruhig ein bisschen dunkler sein, also hier, dann nimmst du einfach nochmal verstärkt ein bisschen Farbe und klopfst es einfach nochmal so drauf. So, und ich finde, das reicht auch schon, wirklich für einen Anfänger reicht das schon. Du kannst jetzt darauf aufbauen, du kannst immer mehr machen, mehr Farbe nehmen, dann wird es dunkler. Und wenn du diese Technik beherrschst, kannst du ja später alle möglichen Farben nehmen und das sieht immer schön aus. Aber am Anfang zum Üben reicht das völlig. Und noch ein Hinweis, wenn du so 20 Jahre alt bist und deine Augen noch wirklich sehr schön hier zu sehen sind, also deine Augenlider, dann kannst du es wirklich hier hinten in diese Falte reingeben und man sieht es auch wunderschön. Wenn du jetzt aber schon ein bisschen älter bist, so 40 aufwärts, dann ist es ja so, dass man schon so ein beginnendes Schlupflid hat und dieser Teil, wenn du gerade ausschaust, verdeckt wird, ne, von diesem beginnenden Schlupflid. Dann ist es wichtig, dass du den Lidschatten nicht nur hier innen aufträgst,
sondern wirklich hier zu dem Knochen hochkommst, damit man den Lidschatten nachher auch gut sehen kann. Also einfach weiter oben auch auftragen. So, und wie du siehst, das reicht auch schon für den Anfang zum Üben. Jetzt habe ich einen schönen, hauchfeinen Lidschatten geschminkt, der einfach ganz dezent aussieht. Und jetzt musst du natürlich die Wimpern noch kräftig tuschen. So, und das war's auch schon. Jetzt kannst du natürlich auch noch einen Eyeliner auftragen oder auch einen flüssigen Eyeliner. Das würde auch sehr edel aussehen, aber das ist schon für Fortgeschrittene. So reicht es schon. Du trägst diesen Puder-Lidschatten auf. Die gleiche Farbe kannst du auch für die Wangen nehmen als Rouge. Dann ist die Farbe auch schön aufeinander abgestimmt. Noch einen schönen Lidschatten und schon bist du tipptopp geschminkt für den Alltag. Wie du siehst, habe ich jetzt einen hauchfeinen, dezenten Lidschatten aufgetragen, den du als absoluter Anfänger auf jeden Fall hinbekommst und den du auch beliebig verstärken kannst, indem du einfach noch mehr Farbe nimmst. Und für dich als absoluter Anfänger ist das so einfach perfekt, weil du damit einfach gar nichts falsch machen kannst. Also nochmal kurz zusammengefasst, nimm erst einen Concealer, um die Haut ein bisschen ebenmäßig um die Augen zu bekommen. Dann nimmst du gar keinen Lidschatten, sondern nimm einfach dieses Puder und einen schmalen, relativ schmalen Pinsel, kreisende Bewegungen auf das Augenlid auftragen und schon bist du fertig. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib uns bitte jetzt einen Daumen hoch und schreib doch mal in die Kommentare, ob dir dieser Tipp geholfen hat und ob du auch schon mal Puder als Lidschatten benutzt hast und wie du das fandest. Und nicht vergessen, unseren Kanal zu abonnieren für noch mehr Schminktipps. Bis bald, deine Sabine.